Morgen miteinander. Für alle, die sich gefragt haben, wieso sie nicht mehr hinkriegen, als sie hinkriegen, obwohl sie mehr hinkriegen wollen, kommt hier die Antwort. Es liegt am Parkinson'schen Gesetz. Wobei ich es lieber eine empirische Tatsache nennen würde. Jedenfalls besagt dieses Parkinson'sche Gesetz, Arbeit dehnt sich in genau dem Maße aus, wie Zeit zu ihrer Erledigung zur Verfügung steht. Und das ist nicht gemessen an dem Grad ihrer Komplexität. Und den Wahrheitsgehalt dieser Aussage, den kann man eigentlich täglich beobachten. Also wenn ich morgens zum Beispiel viel Zeit habe, dann brauche ich auch viel Zeit, um mich zu entscheiden, was ich anziehe. Ich probiere mehrere Oberteile an, dasselbe gilt für die Hose oder den Rock, die Ohrringe, die Schuhe und so weiter. Und wenn ich aber in Eile bin, also wenig Zeit zur Verfügung habe, dann zack, zack, greife ich zum Altbewährten. Oder ein anderes Beispiel. Geht mal auf ein Amt. Dieser Satz, Arbeit dehnt sich in genau dem Maße aus, wie Zeit zu ihrer Erledigung zur Verfügung steht, der stammt von dem britischen Soziologen Northcote Parkinson. Und der hat es eigentlich auf Arbeitssysteme und Bürokratie bezogen. Und er hat beobachtet, dass vor allem in Verwaltungen alle immer was zu tun haben, obwohl die eigentliche Aufgabe diesen Aufwand tatsächlich gar nicht hergibt. Schon erstaunlich. Ein verwandtes Prinzip ist das Pareto-Prinzip, das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, das besagt, dass wir in 20% unserer Zeit 80% der zu erledigenden Dinge gewuppt kriegen. Und das bedeutet, dass wir andersrum in 80% unserer Zeit de facto nur 20% abgearbeitet bekommen. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, dann ist das eine ganz schöne Zeitverschwendung. Und das Üble ist, wenn wir uns dann noch selbst verarschen und sagen, oh, ich würde ja so gerne noch das und das machen, aber ich habe gar keine Zeit dafür. Meistens haben wir aber die Zeit, wir kriegen uns nur nicht entsprechend organisiert oder diszipliniert. Und jetzt höre ich schon wieder diesen Aufschrei, dass es ja wohl noch was anderes gibt als Selbstoptimierung und dass das ja noch mehr Stress ist und ja, das stimmt. Aber wir leben auch in einer Zeit, in der es ein solches Ausmaß an Ablenkungen gibt, dass unser Gehirn quasi den ganzen Tag in einem Süßigkeitenladen unterwegs ist und dabei die Dinge, die uns langfristig weiterbringen, uns langfristig zufrieden, glücklich, gesund machen und oder gesund halten, dass für diese Dinge zu wenig Zeit bleibt. Und dann kommt noch ein Phänomen hinzu. Ich kenne viele Menschen, die sich die Dinge, die ihnen gut tun, irgendwie nicht gönnen können oder erst, wenn alles andere erledigt ist, vor allem bei unangenehmen Aufgaben. Das Blöde dabei ist, deren Erledigung verschleppt man dann ja auch noch, weil man halt nicht so Bock drauf hat. Folglich ist alles andere eben meistens nicht ganz so rechtzeitig erledigt, dass genug Zeit übrig bleibt für die Dinge, die einem am Herzen liegen. Und da kann man schon dann sagen, das Parkinson'sche Gesetz hat irgendwie zugeschlagen. Jetzt ist die Frage, wie komme ich raus aus der Nummer? Ich muss anfangen, die Dinge, die mir gut tun, auch als etwas zu begreifen, was ich als meine Pflicht ansehen kann. Eine Verpflichtung, sich Gutes zu tun. Ich weiß, das hört sich paradox an und manche sagen jetzt vielleicht auch, oh, das hört sich nach Druck an. Aber es geht nicht um Druck, sondern darum, die eigenen Bedürfnisse gezielt in den Fokus zu nehmen und auch die Befriedigung dieser Bedürfnisse in den Alltag einzubauen. Also nicht auf das Wochenende verschieben oder in den Urlaub oder das Sabbatjahr oder in die Rente. Da ist man vielleicht schon tot. Also, wie wollt ihr dem Parkinson'schen Gesetz ein Schnippchen schlagen? Schreibt es mir bitte gerne rein in die Kommentare. Im nächsten Podcast gehe ich darauf ein. Wie immer gilt Podcast nur für die Leute, die den Newsletter auf meiner Website abonniert haben. Und noch ein Hinweis für die, die sagen, ich habe da ein Thema, ich will da dran, ich komme nicht dran. Ich mache Anfang Januar explizit für Freelancer und Selbstständige einen kleinen Intensivworkshop zum Thema Pack es an, so nenne ich es jetzt mal, Arbeitstitel. Und es geht darum zu gucken, welche Sache steht dir im Weg,
bei dem, was du erreichen willst. Und da gucken wir drauf. Genauere Infos dazu und den Link zur Ausschreibung, den packe ich euch unten in die Infobox. Und ja, jetzt bin ich gespannt auf eure Gedanken dazu. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer ein wunderbares Wochenende.